Oh, Guapo will dein Freund sein. Sorry. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Dani, finden wir Juan. Ja, den finden wir vielleicht auch. Willkommen zurück zu Far Cry 6. In der letzten Folge haben wir Castillo das erste Mal gesehen und sozusagen das Intro gespielt. Und jetzt sind wir hier im Lager und bist du bereit? Werden uns mal anhören, was die jetzt zu sagen hat. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Dann geh runter wir ins Dorf und bring mir Cortés. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Ja, gehen wir mal runter. Notizbuch verfügbar. Personal. Aha. Hola. Hey. Hallo. Du bist neu. Dani, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekran funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerillero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Waffe wegstecken. Ach. Aber ich darf trotzdem nicht zu nah an den Soldaten rankommen. Ist das ein Hund? Ja, das ist ein Hund. Oh, ein Hund. Hallo. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder was, Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortés? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie.
Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack, redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortés. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Alapin! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Sieh, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Okay. Was ist denn? Ups. Wer ist jetzt wer? Ach, der ist. Oh, so viel Munition habe ich gar nicht. Mal gucken, ob ich Munition noch sammeln kann. Okay, alles gut. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ich bin besoffen, aber nicht so besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Da liegt noch was. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Guapo. Komm, wir sollten hier verschwinden. Was? Schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortés, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor... Der ist voll lahmarschig. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Ich laufe ganz normal und er rennt. Siehst du den auch? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Und du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Oder lautlos bleiben. Wo ist ein Guapo? Überprüft alles. Lasst nichts Nützliches zurück. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Okay, danke.
kann ich sie ja draußen lassen, die Waffe. Ich schätze, das könnte nützlich sein. Da ist einer. Der sieht mich doch. Ich weiß nicht, wie ich das lautlos machen kann. Hast mich nicht bemerkt. Noch mehr Scheiß für Juan. Oh, das dauert ein bisschen. Was verdammt hast du damit vor? Schießpulver. Das ist schon viel besser. Ein Gewehr? Ich hab dein Zeug gefunden, Juan. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt komm mal in die Busche. Wir müssen zurück in Claras Lager. Schieh, das sag ich doch die ganze Zeit. Die machen wir jetzt zurück. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Was ist denn das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war von einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerriero, immer Guerriero. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hast aufgeben. Gonio, wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir sein. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich nicht zu den Yankees fliegen kann? Oh nein, ich...
Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Echte Lebensweisheit. Oh, okay. Alter, der braucht ein bisschen. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, dann nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen... Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den... Manchmal liege ich nachts wach und frage mich. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Dann brauchst du panzerbrechende Munition. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Und sie gehen durch Kevlar wie Heu durch eine Kuh. Prima. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalter. Er macht aus einem Peng. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Nee, mach dich mit dir vertraut. Was kann man denn noch machen? Sachen bauen macht süchtig. Ach. Man muss die Waffen ja erstmal haben. Na, da habe ich noch nichts. Da auch noch nichts. Mats, auch noch nichts. Gut. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Einsatz abgeschlossen. Waffen und plündern. Ach, die Materialien. Jage Tiere und tausche Fleisch gegen Materialien ein. Aha. Lass dich da draußen bloß nicht umbringen. Danny, willst du was unfassbar Gefährliches klauen? Einsammeln. Du hast hier nichts verloren. Oh, Munitionstrikot. Vive Libertad! Arsenal. Was ist da? Haus? Oje. Oje. Wer bist du? Ah. Das ist einfach nur die Markierung, glaube ich. Danny, ich habe große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich höre dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, höre ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markiere es dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson.
Sie weiß Bescheid. Ach, und Danny, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben, weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet habe. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. Du laberst doch so viel. So leicht wie Zigarrenrauchen am Sonntag. Friss oder stirb. Sprich mit Juans Kontaktperson. Funkturm. Der ist 1,2 Kilometer entfernt. Kann ich mit dem Pferd reiten? Was? Da habe ich mich nochmal gerettet. Ich habe gerade einen Ruckler gehabt. Darf ich das Pferd nehmen? Scheiße, ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Langsam. Keine Straße zum Folgen. Ja, okay. Los! Ah, jetzt ist es nur noch 850 Meter. Los! Hallo. Gegner. Ja, da kann man die Steuerung Straße folgen. Ruckler. Und zerfetzen dir die Reifen mit ihren Nagelsperren. Naja, außer du hast ein Pferd. Sie, ich habe schon genug davon in Spelanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Oh. Zerstöre Werbetafeln und sieh zu, wie die Menschheit sich aus der Asche erhebt. Alter, wieso? Aha. Ja, wird mir nicht angezeigt. Granate! Scharfschützengewehr. Ist hier noch was? Hä? Was war das jetzt? Ach, den Kontrollpunkt habe ich übernommen. Wie denn das? Ah, sorry. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? So füllt man sein Karma-Konto. Mach weiter so, Danny. Oh.
Das ist auch ein Gegner, das ist auch ein Gegner. Oh oh. Oh, habe ich beide gekillt? Was bist du denn für einer? Hier ist der tote Hund. Ich wollte mir noch angucken, was der da hat. Hallo. Darf ich dich ansprechen? Was hast du für mich? Du willst das Militär da treffen, wo es weh tut? Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Danke sehr. So, jetzt kann ich weiterfahren. Da oben. Ja. Lass mich hoch. Oh, das ist ein feindliches Pferd. Was bist du für eine? Meter noch. Juan, ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Alles aufsammeln hier. Schuhe. Sehr gut schon verwenden. Da soll die Kontaktperson sein. Du bist am richtigen Ort, Danny. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Oh, ein Fallschirm.
Aber erstmal. Eingezogen oder? Was ist los? Da ist was. Das ist ein Collectible. Wir haben nicht den ganzen Tag. Ja, schon unterwegs. Dein Arsch, Dani. Gut, jetzt bleib in der Nähe. Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also hatte ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt deine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Aha. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Was weißt du? Okay, sieh dir das an. Da stand gerade hier kannst du ein paar Waffen finden. Gracias, gracias. Klar. Was auch immer du und Reiser vorhabt. Ich will nicht da sein, wenn es passiert. Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Manche versuchen nur, ihre Familien zu ernähren. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Darf ich kurz hier looten? Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job Ansprache gehalten. Aha, auskundschaften. Mit X. So. Das Visier wäre auch gut. Oh, das Aussehen kann ich ändern. Da ist der leitende Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Ist hier abgeschlossen, aber sind hier noch welche? Da. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Dani. Ich hab doch panzerbrechende Munition, habe ich schon. Jo.
Der Fallschirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Fort landen, okay? Wo soll ich denn dann landen? Hier. Hier irgendwie hoch. Na, ich muss ja hoch. Einer. Das habe ich doch richtig gesehen. Der bleibt da drauf stehen. Ja, das habe ich verkackt. Oben steht einer. Hier muss ich vorsichtig sein. Ernsthaft? Das sind teuflische Hunde, die Einzelschläfer sind.
hier. Eine Schicht geht 2 Stunden. Funk- und Ersatzakku nicht vergessen. Haben Sie Eros gesehen? Nein, und das bleibt hoffentlich so. Das Uran liegt in der Waffenkammer. Es gibt 2 Schlüssel und du lässt die Boten von beiden. Ich sehe doch an Eros. Dürfen wir auch auf Streife? Willst du erschossen werden? Der Dschungel gehört den Guerilleros. Da ist dann jemand paranoid, was? Die sind da draußen und beobachten uns. Jede Wette. Hör auf, dann überlebst du. Stehen oder ist vorbei, okay. Unser Tabak ist das Fundament von Divino und damit das Fundament von Yara. Wenn die Libertad und Allah, wenn sie Yara angreifen, greifen sie unsere Zukunft an und die Zukunft unserer Kinder. Wir müssen unsere Felder beschützen. Kann ich da zwischendurch speichern? Nein. Hast du jetzt den umgebracht? Ist hier einer? Kamera. Wo ist die Überwachungskamera? Wahre Yarana, seid stolz auf eure Freunde. Gabriel Castillo und die Leon de Yara. Alter, wo kam der her? Sie verhindern, dass Libertad Seuche auf den Rest von Yara überspringt. Von hier unten, ihr aufrechten Bewohner der Insel Santuario. Falls ihr Zweifel hegt, ob der Stärke unserer Nation, dann schaut einfach zum Horizont und erblickt die Macht unserer Blockade. Ich hab das Waffenlager. Das Uran ist da drin. Sind hier noch Gegner? Das ist ein Toter. Kann ich ja mal runtergehen. Shit. Sobald diese tapferen, jenen Treue einschwören,
Da komme ich nicht rein. Dann gehen wir erstmal in das Waffenlager. Benötigt Schlüssel zur Waffenkammer. Ach, hat das der Chef? Aber Kameras hat hier irgendwas. Irgendwas angezeigt wegen Kameras. Der Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen. Schlüssel benutzt. Das Uran. Juan, du hast mir verschwiegen, dass ich beschissenes Uran klaue. Das sollte eine Überraschung sein. Jetzt bring es zurück zu mir. Was, wenn dieser Scheiß mich umbringt? Es ist abgereichertes Uran, Danny. Heul dich so. Das sind unsere Feinde. Das sind keine Menschen. Das sind tollwütige Hunde, die eingeschläfert sind. Ups. Immer noch verschlossen, okay. Dann nicht. Muss ich das wieder zurückbringen. Wieso klettert der da nicht runter? Na, komm hier durch. Unser Tabak ist das Fundament von Unilo. Der ist 1,2 Kilometer schon wieder entfernt. Verschlossen. Das ist ein Pferd. Ja. Los. Sei brav, Pferd. Danny, hast du das Uran? Sie. Aber mich interessiert immer noch brennend, was er damit vorhat. So wie ich Juan kenne, kannst du dich auf eine Wahnsinnsüberraschung gefasst machen. Wir sehen uns im Lager. Ja. Kollegen, nicht schießen. Trigger. Was war das? Kann nicht springen.
Okay. Bleib ich stehen. Und das laufe ich. Hey, da ist gewuelta. Metall. Dieses Laufen. Ja, zum Glück bin ich gleich da. Juan. Das ist Improvisationstalent. Abgeräuchertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Lita ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie. Das kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfteleien, Juan. Ja, ich auch. Hola. Hey, na? Ah, Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Ja, zur Werkbank gehen wir aber dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir mal, was wir da bauen müssen. Hola, Guerilla. Ja. Bis denn, haut rein. Komm schon.